Hallo liebe Lego-Freunde, willkommen bei HW Bricks. Ich bin der Holger und heute, ja, der neue Doppel-Looping, die neue Doppel-Looping-Achterbahn. Auf Englisch da Loop Coaster. Das Logo von Loop seht ihr nicht einmal, das hängt ja oben an dem Turm dran. So hoch ist das Ding, in über 90 cm, dass ich es mit meiner Kamera da vorne gar nicht einfangen kann. Ein Riesenklotz. Jetzt zum 1. Juli 2022 auf den Markt gekommen. Zurzeit nur bei Lego selber. Inwiefern das dann weitergehend in den normalen Handel kommt, weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall mindestens ein paar Monate dauern. 3756 Teile, 400 Euro. Quasi der Nachfolger des 10261 der vorherigen Achterbahn. Ihr wisst schon, die rot-weiße, die ist nämlich vor kurzem EOL, also End of Life gegangen, die gibt es nicht mehr. Die hatte zwar ein paar Teile mehr, Moment, 4124, also 370 Teile ungefähr mehr, war zumindest im europäischen Bereich deutlich günstiger mit 330 Euro, also 70 Euro ist jetzt hier die Preissteigerung. Wobei man sagen muss, dass die ursprüngliche Ankündigung kann man nicht sagen, weil es ist angekündigt worden mit dem Preis von 400 Euro, aber die Gerüchteküche haben vorher von 350 Euro geredet. Also es sind 50 Euro im Rahmen der Preissteigerung bei Lego. Für die Amerikaner schaut es nicht ganz so dramatisch aus. Die alte Achterbahn hat 379 gekostet. Also bei denen sind es 20 Euro jetzt dann, Dollar mehr. Also nicht ganz so dramatisch wie bei uns. Wobei, dramatisch ist immer relativ zu sehen. Mich persönlich hat das jetzt nicht, weiß Gott, wie gestört. Natürlich ist es viel Geld, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das Teil, meiner Meinung nach, ist einfach der Knaller. Ich fand die alte Achterbahn schon richtig, richtig gut. Aber die finde ich doch noch um einiges besser, weil was macht eine richtige Achterbahn aus? Eine Looping, richtig. Deswegen waren ja auch bei dem alten gab es ja sehr viele Mocs, die das dann umgebaut haben, die auch ein Looping eingebaut haben. Was allerdings nicht so ganz einfach war, da es diese Teile einfach nicht gab. Die sind dann einfach hergegangen und haben die normalen Kurven einfach 90 Grad gedreht und haben daraus den Looping gebaut. Hat auch funktioniert. Diese Technik wird hier sogar bei diesem Set an einer Stelle angewendet. Ist nur außerhalb des Bilds, dafür muss ich die Endoskopkamera benutzen. Und zwar um hier oben diese Kurve ist es nicht, um diesen Abfall der Strecke hinzubekommen. Dafür wird genau diese Bautechnik verwendet. In der Art sind halt eben vorher dann die Loopings gebaut worden. Die waren halt eben vom Radius relativ eng, weil es ja nur dieser innere Radius hier war. Das ist auf jeden Fall enger als das, was Lego uns jetzt hier mit diesen neuen Teilen ermöglicht. Die neuen Teile sind, also der untere hier ist aus viermal dem gleichen Teil gebaut und das hier sind die normalen Steigungen, die wir schon vorher gekannt haben. Also es sind hier oben, diese Teile sind quasi neu, das hier bei dem Looping hier, das kannten wir bereits und bei dem ist der Looping aus allen vieren mit von den neuen Teilen gebaut. Was auch noch neu ist, ist, dass diese Kurve hier eine Steigung bzw. ein Gefälle hat. Das war vorher auch nicht. Das wird also hier zum einen benutzt und zum einen da oben. Das zeige ich euch gleich da oben nochmal. Und es gibt neue, ganz kurze Schienenteile, die nur 4 Studs lang sind. Da ist hier eins verbaut, da ist da drüben eins verbaut, ganz am Ende. Ich schau mal, wenn mein Finger da durchkommt. Genau da am Ende von der vom Zugangsbereich. Das sind dann mal die neuen Streckenteile, die hier eingesetzt worden sind. Ansonsten wüsste ich jetzt aus dem Stegreif ehrlich gesagt keine neuen Teile, die mir aufgefallen wären. Es wird sicherlich das ein oder andere Teil vielleicht in der Farbe noch nicht da gewesen sein oder sonst was. Aber das ist ja in dem Sinne kein neues Teil, sondern nur ein Teil in neuer Farbe. Ihr wisst, was ich meine. Aber die ganze Konstruktion generell ist ziemlich stabil. Ich kann sie
obwohl das eigentlich ziemlich labil ausschaut, sehr gut transportieren. Und das ist auch in der Anleitung sogar gezeigt, wie ich die angreifen soll. Und zwar, ich soll hier auf der Seite in den Turm reingreifen, also genau hier so, wo ich jetzt in meiner Hand bin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und mit der anderen Hand unten drunter greifen. So. Genau wie das hier. Und damit kann ich das Ding ganz gut heben und habe damit auch den Turm stabilisiert, weil der ist natürlich der Wackelkandidat bei der ganzen Konstruktion. Weil den kann man halt eben schwer auf den Bodenplatten so befestigen, dass ich das nicht lösen kann. Ne? Es ist alles mit Zielklemms und so weiter doppelt und dreifach gesichert. Das war auch bei der alten Achterbahn schon so mit diesem System gelöst. Ich kann euch das nochmal kurz mit der Endoskopkamera zeigen. Also es sind hier, ihr seht das, sind die Teile unten auf diese doppelten, also auf die 4x2er Jumperplates drauf. Und dann mit der C-Clamp hier in diesen Bügel rein. Und damit ist es von beiden Seiten noch zusätzlich gesichert. Also es ist nur nicht nur rein auf den Boden aufgenoppt. Und der Turm wird dann nachher hier einfach draufgesetzt und links und rechts mit diesem Technik-Liftarm über Eck fixiert. Und das ist an 4 Stellen der Fall. 5 Stellen, Entschuldigung, ich muss die hier oben da mitzählen. Und damit ist das relativ stabil. Also es löst sich vom Boden eigentlich so gut wie nicht ab. Damit ist das Ganze sehr stabil und lässt sich auch relativ gut durch die Gegend transportieren, wenn man denn muss. So, jetzt habe ich aber wirklich einmal dabei genug gelabert. Jetzt möchte ich euch mal die Funktionsweise zeigen. Und zwar haben wir hier auf der Seite die Kurbel. Damit bewegt sich dieser Kettenzug. Ihr seht das, hier sind ganz viele von den Kettengliedern. Und zwar 224, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, von den kleinen, also die Einstadtbreiten, und 33 von den doppelten. Die kommen jetzt da unten zum Vorschein. Ihr seht das, dass es da unten breiter ist. Und damit fahre ich das Ding hoch. Jetzt fahrt es aus dem Bild. Deswegen schalte ich mal um hier. Dann seht ihr, wie es weiter hochfährt. Und oben angekommen wird es dann ausgelöst. Also da jetzt geht es nicht ganz weiter. Das zeige ich euch gleich, woran das liegt. Das passiert nämlich hin und wieder. Ich werde das jetzt mal kurz anheben hier. Gut, ihr habt jetzt da nicht wahnsinnig viel gesehen. Das werde ich gleich nachholen. Und jetzt kurbel ich weiter. Und es ist nämlich dann, wenn diese 33 breiteren, diese 33 breiteren Kettenglieder durch sind, dann fällt das Ding wieder runter. Wir haben hier auf der anderen Seite ein Gegengewicht. Das habt ihr gerade hier hochschneuzen gesehen. Und das ist jetzt nämlich ein bisschen zu niedrig. Das rutscht nämlich hin und wieder durch. Und das kann ich jetzt hier ganz einfach wieder hochsetzen. Da ist so, sind so zwei Zweier Liftarme mit, aus Gummi, die beweglich sind. Damit, das wird dann an diesen zwei Zahnrädern fixiert. Und das kann natürlich durch dieses, es knallt ja doch relativ heftig runter, kann sich das schon mal um ein, zwei Stellen im Zahnrad bewegen. Und das muss ich dann halt eben wieder nachstellen, weil wenn ich es jetzt hochkurbel, das war falsch rum, Moment. Ich zeige euch nur mal von der Perspektive. Dauert einen Moment. Und jetzt ganz hoch. Jetzt ist es hoch genug, dass es jetzt wieder funktioniert. Dann ist hier, ihr seht jetzt, dieser Achterbahnwagen ist jetzt nicht ganz bis zurückgefahren, bis aufs Zustiegspodest. Da ist nämlich auf der einen Seite eine Rolle. Die zeige ich euch da. Damit wird das Ding vorbewegt. Und ihr seht da vorne, das zeige ich, glaube ich, auch mal mit der Endoskopkamera. Falsche Kamera, sorry. Da ist so ein kleines rotes Ding. Und wenn das Teil von oben runter geht, muss ich mich hier verrenken, dass ich da dran komme. Moment. Und jetzt kommt's. Damit wird das rote Ding dann runtergedrückt. Und dadurch kann der Wagen dann wieder auf diesen Lift drauf fahren. Also das Ganze ist schon ziemlich gut durchdacht. Also ich habe am Anfang, ich habe mir vorher keine Videos angeschaut zu dem Set, weil ich mich einfach selber beim Bauen überraschen lassen wollte, welche technischen Lösungen sind da,
getroffen worden, um das Ganze funktional zu machen. Und durch diese zwei verschiedenen Kettenglieder und diese ganze Funktionsweise kann ich das Ding jetzt halt eben auch problemlos mit einem Motor verbinden. Der wird einfach hier anstatt der Handkurbel draufgesetzt. Und es spielt da im Endeffekt keine Rolle, ob das ein Powered-Up- oder Power-Functions-Motor ist oder ob wenn ja noch irgendein Motor von irgendeiner anderen Firma rumfliegen hopst oder was. Den könntest du ja alles da drauf machen, ist kein Problem. Das Ding kann also quasi in Dauerschleife laufen. Der Motor sollte halt eben einfach nur nicht zu schnell sein, weil sonst dreht sich das zu schnell. Also denke mal, wenn ihr, warte, jetzt machen wir nochmal hoch, wenn ihr eine Steiggeschwindigkeit hier in diesem Rahmen habt, dann reicht das vollkommen aus. Und jetzt können wir auch nochmal sehen, wie das Ding durch die zwei Loopings fährt. Ich kurbel derweil einfach mal so weiter. Und dann ist das quasi ein Durchrutsch. Ne? Je langsamer, desto realistischer wird es wahrscheinlich werden mit dem Zustieg der neuen Gäste. Ich mache jetzt mal absichtlich beim Hochkurbel ein bisschen schneller. Und jetzt mache ich hier langsamer. Und ihr seht es dann, dann ist das Ding besser. Also je langsamer, würde ich sagen, in dem Fall sogar besser. Und was dieses doch recht schnelle Runterschneuzen von dem Teil angeht, das kann man natürlich auch noch ein bisschen variieren, indem man entweder vielleicht bei den Dingen hier oben ein paar Bausteine weglässt, beziehungsweise, in dem Fall müsste ich den eigentlich sogar schwerer machen. Wenn ich hier noch ein, zwei Steine draufsetze vielleicht, dann ist das Gegengewicht etwas schwerer und dann fällt der vielleicht nicht ganz so rasant runter. Das wird man damit vielleicht noch ein bisschen variieren können, dass es nicht ganz so extrem runterknallt. Ja, ganz witzig noch finde ich die Konstruktion von dem Dach hier. Da werden nämlich auch Achterbahnschienen verwendet, um das Dach zu bauen. Viermal auf der Seite diese Steigungen und einmal nur quasi, dass es um ein paar Studs hochgeht. Hier. Und es werden diese 2x3er-Teils mit doppelter C-Clamp-Anbindung, die werden hier quasi als Dach benutzt. Das ist ganz witzig gemacht. Da können wir uns nochmal diese Rolle anschauen, die den Achterbahnwagen dann weiterschiebt. Das Ganze ist natürlich auch flexibel mit einem Gummi gelagert, also dass es beweglich ist. Und genauso funktioniert das hier vorne mit diesem roten Ding, der den Wagen festhält. Das ist auch an einem Gummi hängend. Und ihr seht da auch diese Achse, die da durchgeht. Das ist quasi diese Weiterleitung, die Verbindung von der Drehkurbel hier zu diesem Verstellrad da. Und es ist da so, hier oben, da seht ihr, wenn ich da drehe, bewegt sich das. Das ist halt eben keine 100% fixe Verbindung. Da ist so ein Dreier-Pin mit Achsaufnahme reingesteckt. Und wenn da zu viel Kraft ausgeübt werden sollte, dann würde sich einfach dieser Pin in diesem Dreier-Liftarm durchdrehen. Also das ist quasi so eine Art Rutschkupplung, die sie damit eingebaut haben. Auch das finde ich ganz gut gelöst. Eingangsbereich haben wir von der Rückseite jetzt gesehen da. Und dann gehen wir da so unter der Achterbahn drunter her und da geht die Stiegen hoch und dann ist da quasi dieser Zustiegsbereich. Ihr seht es da auch, drei Zustiegsbereiche mit einer kleinen Schranke voneinander getrennt und da ist quasi das Bedienpult von, ja, wie nennt man das bei Fahrgeschäften, Fahrdienstleiter oder wie auch immer, finde ich ganz witzig. Es sind dann, hier ist noch eine Kamera angebracht, die fotografieren soll, wenn sie durch den Looping fahren. Und Fotos, die das Ding macht, sind sogar da innen drinnen angebracht, von unten an den Schienen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Ich komme mit meinem Arm leider nicht weiter um die Achterbahn drumherum. Das sind Aufkleber und hier ist der Eingangsbereich. Entrance, ihr seht es, da sind auch Aufkleber darauf. Das war es aber so ziemlich mit den Aufklebern. Ist ganz witzig gemacht, finde ich. Die Aufkleber schon lustig aus. Am Anfang habe ich mich auch gefragt, warum hier sind an diesem Senkrecht diese Achterbahnschienen dran. Ganz einfach, weil dieser Schlitten, der rauf und runter mitfährt, da sind auch zwei so Achterbahnwaggons hinten drin, die auf dieser Schiene dann quasi diese Beweglichkeit machen. Also es sind die gleichen Wagen wie der Achterbahn, wie das Achterbahnfahrdings hier selber, nur in einer anderen Farbe. Die sind jetzt halt hier im Hellblau, die da oben waren, meine ich dunkelblau, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, vom Zusammenbauen. Minifiguren haben wir 11 Stück. Ihr seht es, die da vorne stehen.
Moment, eine ist verdickt durch diesen Luftballonwagen. Drei habe ich halt eben ins Fahrgeschäft reingesetzt. Da sind, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, auf jeden Fall auch einige neue dabei. Von den Oberkörpern zumindest. Bei den Füßen wäre mir jetzt nichts Besonderes aufgefallen. Haarteile, da könnte vielleicht das eine oder andere in neuer Farbe sein. Da habe ich mich jetzt nicht ganz genau mit auseinandergesetzt. Ich werde jetzt aber einfach mal das Ding trotzdem ein bisschen auf die Seite schieben, um euch auch mal die anderen Sachen hier noch zu zeigen. Und zwar haben wir hier so eine kleine Parkbank. Ich stelle mir die jetzt mal hierher. Einen kleinen Hotdogs-Stand und einen Brezenwagen. Und halt eben dieses Fahrrad mit Luftballon-Verkauf. Weil jetzt kann ich euch das mal ein bisschen besser hier zeigen. Also da ist der Aufkleber drauf mit der Achterbahn selber. Da seht ihr ja auch, da ist das Haunted House mit drauf. Da ist das Riesenrad mit drauf. Und was ist das Kleine da in der Ecke? Das ist auch noch das Karussell, soll das darstellen. Und Eingangsbereich. Ihr seht, da ist vorne ein Eichhörnchen. Dann haben wir hier den Hotdog-Wagen. Selben Ketchup, wie sich das gehört. Dieser kleine Brezelnwagen, die finde ich ganz cool. Da ist hinten halt eben so eine Stange, wo diese Brezeln draufgehängt werden. Die ist also beweglich. Wenn ich das Ding umdrehe, würden die Brezeln mir entgegenfallen. Und diesen Luftballon-Verkaufswagen. Auch der, finde ich, schaut ganz witzig aus. Mit einer kleinen Gasflasche, was das da darstellen soll, womit die Luftballons gefüllt werden. Und ganz witziges Detail, bei der Achterbahn sieht man da, da klebt ein Luftballon nämlich drunter, den ein Kind dann da beim Zubegehen zum Eingangsbereich losgelassen hat und der hängt jetzt da unten drunter. Das finde ich auch ein kleines, aber witziges Detail. Ja, so viel zum Set an sich. Das Ganze kommt in 15 nummerierten Bauschritten. Zusammenbau ist eigentlich nicht weiter schwierig. Man braucht halt eben relativ viel Platz, weil der Turm, der wird halt eben so auf dem Tisch liegend gebaut. Da braucht man schon ein bisschen Platz. Die Anleitung, wo habe ich sie hingelegt? Die liegt doch da auf dem anderen Stuhl. Moment. Über 400 Seiten stark. Dann holen wir jetzt mal hier den Arm her, der vorher noch oben auf die Achterbahn gerichtet war, um dann mal einen Blick in die Anleitung werfen zu können. Also das ist der Sticker-Sheet, also er ist nicht groß, da sind wenige Sticker drauf, das lässt sich alles, hält sich alles in Grenzen. Da sehen wir nochmal diese komplette Fairground Collection, angefangen 2014 mit dem Fairground Mixer, Riesenrad, Karussell, die alte Achterbahn, wobei 2018, 4 Jahre, ist jetzt nicht unbedingt alt. Und dann das Haunted House von vor 2 Jahren. Und dann so übliche Informationen. Also hier ist dann noch das Neue auch schon gleich mit drin. From the Design Team, auch das kennen wir jetzt mittlerweile von den neueren 18 Plus Sets. Also es heißt ja nicht mehr Creator Expert, sondern es heißt jetzt Icons. Und da seht ihr hier, Bauschritt 1 werden 8 der 11 Minifiguren gebaut. Diese kleinen Accessoires und halt eben ja die Achterbahnwagen, also 3 Stück zusammenkoppeln. Es ist auch nur dieses eine, bei dem alten waren ja 2 dabei. Dann wird mit den Tüten 1 bis 7 wird quasi die Plattform gebaut mit die 2 Loopings und der Rest ist dann quasi der Turm. Und ganz in der letzten Tüte, in Tüte 15, das ist jetzt hier nicht hier aufgeführt, wird der Eintrittsbereich gebaut. Ja, wie gesagt, über 400 Seiten, 450 so circa. 454, sagen wir, in der Teileliste, die ein paar Seiten lang ist. Da kann ich euch nochmal jetzt hier das zeigen. Da sind diese kleinen 4 Studs langen Achterbahnschienen, die auch neu sind. Und da sind auch die anderen abgebildet. Also wie gesagt, das hier wird benötigt jetzt für die, um den Looping hinzukriegen. Und das Aufsteigende, was dann da benutzt worden ist, das sind die Teile hier. Die gab es vorher schon. Und dann zeige ich euch hier auch noch, da ist dann auch drin, was ich euch gerade gezeigt habe, wie man das Ding heben soll. Ist da auch gezeigt, dass man da nicht in die Hose geht. Und da steht halt eben, dass man es mit Powered Up betreiben kann. Das ist aber anscheinend in der App integriert. Ich habe in die App nicht reingeschaut. Aber wie gesagt, es geht theoretisch mit allen Motoren, die man irgendwo rumfliegen hat.
Wie gesagt, ihr solltet es dann nur schauen, dass die nicht ganz so schnell sind. Weil je schneller, desto unkontrollierter wird das Ganze einfach. Ne? So, zur Box. Die hat eine stattliche Größe. Wieder mit einer weißen inneren Box. Ziemlich dick das Ganze. Größentechnisch würde ich sagen gleich groß wie die von der alten Achterbahn. Halt eben dieses neue, neue ist mittlerweile auch nicht mehr, 18 Plus Layout in Schwarz, unten den farbigen Balken und so. Gehört halt eben zur Fairground Collection aus Creator Expert, jetzt heißt es Icons. Also, damit habe ich, glaube ich, so ziemlich alles euch gezeigt, erklärt, was ich loswerden wollte zu dem Set. Also mir persönlich gefällt das Teil wirklich, wirklich richtig, richtig gut. 400 Euro ist natürlich kein Pappenstiel, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber der Spaß an dem Set überwiegt für mich doch definitiv. Und ich bin schon ganz neugierig darauf, was da wieder findige Mocker aus 2, 3 oder 4 von den Dingern machen werden, so wie das bei der alten auch war. Da werden bestimmt noch mega geile Dinger bei rauskommen. Und vielleicht auch, dass Leute wirklich beide miteinander kombinieren oder sonst was. Da bin ich echt gespannt drauf. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir bitte wieder in den Kommentaren schreibt es mir in die Kommentare, was ihr zu dem Set denkt. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao.